Heute ist Karfreitag. Das ist der Tag, an dem Christen weltweit Jesu Leiden und Sterben bedenken. Das ist ein ganz stiller Tag im Jahr. Karfreitag, da ist immer alles ganz anders. Sie sehen hinter mir den leeren Altar. Nur das Kreuz ist zu sehen, ganz allein und verlassen. Ja, es erinnert an Jesu Leiden und Sterben am Kreuz. Das Alleinsein und Verlassensein findet seinen Ausdruck ganz besonders in Jesu letzte Worte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und auch ich merke gerade, dass ich ganz besonders die Gemeinschaft hier im Gottesdienst vermisse, dass sie mir fehlt, gerade diesen stillen Karfreitag und seine Botschaft zu ertragen und zu bedenken. Das Kreuz erinnert uns aber zugleich auch daran, dass wir nicht alleine sind. Jesus weiß, was es heißt, alleine und verlassen zu sein. Und er belässt es nicht dabei, sondern er teilt unsere Einsamkeit. Das Kreuz steht für den Tod. Aber ich persönlich verbinde da auch immer noch mehr zu. Zwei Dinge sind mir da ganz besonders wichtig. Einmal Gottes Liebe zu uns Menschen. Ja, Jesus hätte ja auch einen anderen, einen leichteren Weg gehen können. Aber genau das hat er gar nicht getan, sondern er hat ganz bewusst das Kreuz auf sich genommen, um uns von allem, was uns schwer macht, was uns gefangen nimmt und lähmt, um uns davon frei zu machen. Damit ist auch schon das Zweite genannt, nämlich die Freiheit, die Jesus uns schenkt. All das Schwere, all die Sünden müssen uns nicht mehr belasten, sondern dadurch, dass er das Kreuz auf sich genommen hat, sind wir frei, um leben zu können. Somit ist das Kreuz für mich ein Symbol für Gottes Liebe zu uns Menschen, für die Freiheit, die Gott uns schenkt und ja auch ein Zeichen für Gottes Sieg über alles Dunkle, über alle Schuld und den Tod.